So, dritter Anlauf. Wir versuchen das nochmal. Ich habe hier zu Hause auch ein paar Probleme gehabt. Es geht um die Design-Pattern, Docker-Hausaufgabe und ich mache da so eine kurze Sache, weil wir in der Vorlesung solche Tonprobleme haben. Ich fasse ganz kurz ein paar Inhalte zusammen. Ich hoffe, dass ich es das so in einer Viertelstunde, 20 Minuten hinkriege. Okay. Was wir machen wollen ist, wir haben diese Services jetzt ja gesplittet und wir haben die letzte Woche in dem Test einer Java Virtual Machine bauen lassen. Jetzt splitten wir das in drei Java Virtual Machines und die verteilen wir dann auf verschiedene virtuelle Docker-Rechner. Dafür müssen wir als erstes unser Programm, die Classes, zusammenpacken in eine JAR-Datei. Wenn man das normal tut, hat man nur die eigenen Klassen da drin. Wir wollen aber auch noch die benutzten Klassen, Java Spark und die ganzen Bibliotheken, die wir haben, damit reinpacken. Das nennt man eine FatJAR. Und dann müssen wir noch so eine Manifest-Datei dazu tun. Dann ist das eine ausführbare FatJAR. Die kann man mit einem Doppelklick oder ganz einfach mit einer Kommandozeile starten, wo man wenig Parameter braucht. Das brauchen wir. Das machen wir mit ShadowJAR. Das erzähle ich jetzt gleich. Dann packen wir diese JAR in eine Docker Virtual Machine und dann starten wir die. Und wenn die alle gestartet sind, dann lassen wir unsere Tests laufen und jedes Mal, wenn wir was kompilieren, machen wir das neu. Das machen wir mit Gradle. Da müssen wir jetzt mal alles komplett durch. Das erste, was wir brauchen, ist ShadowJAR. ShadowJAR, 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 da. Das ist im Prinzip dieses Ding hier und dafür müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal verstehen, wie Gradle funktioniert. Erstmal, wir brauchen diesen Import hier oben unter Plugins und dann erkläre ich, was der macht, der ShadowJAR Plugin. Dafür brauche ich den Gradle View. Springt nicht so rum. Ich mache das mal alles zu. Ich habe hier diesen Gradle View, der zeigt das so schön an. Der sagt euch, ihr habt ein Projekt, das heißt ein Mac-Up-Panel, da drin habt ihr Tasks. Tasks ist eine To-Do-Liste für Gradle im Prinzip. Und die Gradle-Datei, die wir schreiben, baut im Prinzip diese To-Do-Liste auf. Und dann prinzipiell, wenn man einen einzelnen, jedes To-Do-Eintrag, kann man dann sagen, ja bitte führ den jetzt mal aus und dann guckt er nach, ah, bevor ich den machen kann, muss ich in der To-Do-Liste erst noch ein paar andere Dinge davor machen. Das sind diese Tasks, die wir da haben. Wenn ich diesen Java-Task da drin habe, dann kriege ich hier unter Build im Prinzip hier dieses Bau mir alles, kompiliere das, bauen wir so eine kleine Library zusammen, machen Clean und solche Geschichten. Unter Verification gibt es den, lass mal alle Tests in Main, alle Tests laufen, in Source Test und so weiter. Es gibt so eine Application, wenn man dieses Plugin dazu hat, dann kann man so Run-Geschichten machen, da muss man aber sagen, welche executed man hat und kann eventuell mehrere Classes haben, die eine Main-Methode haben. Das sind die, die prinzipiell runnable sind und solche Dinge mehr. Und es gibt ein Shadow-Skript, das ich leider nicht kenne. Es gibt einen Run-Shadow, der baut erst eine Shadow-Jar und probiert dann aus, ob das geht, denke ich. So, was wir gemacht haben, ist unter Shadow gibt es ein ShadowJAR-Ding. Das ist, was das kommt von diesem Shadow-Plugin. Es gibt unter Build so Test-Gen und Test-Classes. Das kommt von unserem FuLib-Gradle-Plugin. Das heißt, alle diese Plugins tragen jetzt bei zu den Tasks oder Kommandos, die Gradle ausführen kann und verstehen kann. Gut, haben wir den Scheiß. Es gibt so in Gradle globale Variablen. Group ist so ein Präfix für viele Sachen. Wenn man das nachher ins Netz stellt, dann sagt das, es kommt von dieser Gruppe. Eine Versions-ID, die brauchen wir. Ich habe hier Application Main Class gesetzt, um zu testen. Das sagt dem, der diese JAR-Datei baut, wo finde ich das Hauptprogramm, in welcher Klasse steht Main. Wir haben drei verschiedene dafür nachher. Deswegen ist das jetzt hier nur so ein Preliminary-Ding. Es gibt so ein Archiv Base Name. Das erkläre ich jetzt nochmal. Alt 1 Base Name. Der baut das Ganze hier in dem Build-Ordner. Da gibt es Libraries, Libs. Und wenn ich nur dieses JAR weiß ich nicht, was dann passiert. Ich glaube, dann baut er diesen Services 01 0 JAR. Services ist der Archiv Base Name, da kommt eine Versionsnummer und dann dahinter kommt dieser Classifier. Wie heißt der? Archive Classifier, genau, dieses Ding. Und weil ich drei verschiedene haben möchte,
habe ich hinten drei verschiedene Classifier gesetzt. Wenn man versucht, den Base-Name zu ändern, dann führt er diese Task-Beschreibung, davon habe ich drei Stück, die erzähle ich gleich im Detail, alle aus. Jedes Mal wird dieses Archiv Base-Name gesetzt, dann baut er diese To-Do-Liste an, dann fängt er erst die To-Do-Liste an abzuarbeiten und dann ist der Base-Name für alle drei gleich, tut es nicht. Na, und beim Classifier geht es aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht genau. So, das heißt, wir bauen mit diesem Shadow Jar Ding hier dieses Services 010 All, das ist der. Und wenn wir da mal reingucken, dann sehen wir in UKS, damit man da reingucken kann, braucht man ein Plugin in IntelliJ. Da sieht man, das ist hier unser Events Shop Storage und diese allgemeinen Dinge, das HTML, String Template, und solche Geschichten mehr. Das hat er hier alles fröhlich zusammengepackt. Und dann hat er aber zum Beispiel hier Java Spark Geschichten dazu gebaut. Unfassbar viel. Unser eigener Teil ist 57 Kilobyte groß. Wenn ich das noch dazu packe, bin ich bei 5 Megabyte, was immer noch relativ klein ist. Gut. Wenn man das mit Spring Boot macht, dann ist man bei 500, bei 100 Megabyte ungefähr. Ha, wunderhübsch. So, ne? Also die drei Dinger wollen wir bauen. Das da oben ist Artefakte. Gut, der Shadow Jar Tags gebaut jetzt tatsächlich als erstes diesen All-Ding, wo es schon mal alles zusammengepackt ist. Und das ist prinzipiell auch schon ausführbar. Ich gucke jetzt mal in den hier rein. Ja, genau. Da gibt es so einen Meta-Inf-Ordner. Da ist die Meta-Information drin. Und in dem Meta-Inf-Ordner stehen, was sind so die Dependencies? Wenn ich diese Datei starte, brauche ich unter Umständen andere Jar-Dateien. Das müsste leer sein, weiß ich nicht genau. Wie uns wichtig ist hier, da stehen Licenses drin. Welche Lizenzen werden hier in diesem Projekt benutzt? Das ist für industrielle Leute unfassbar wichtig. Dann steht hier ein Manifest drin. Da steht drin, das ist unsere Main-Class. In Event Services ist, das ist diese eine globale, die ich da gesetzt habe. Das müssen wir überschreiben für die unterschiedlichen. Das heißt, der Shop sieht genauso aus. Tatsächlich kopiert er alle Inhalte von Service 01, 01 All.jar, sorry. Und dann anschließend tut er eine andere Manifest-Datei da rein, wo dann drin steht, nee, nee, die Main ist in Shop Services. Ne? Und das ist die, wenn ich dann diese Jar starte, dass der weiß, wo er das Hauptprogramm findet. Okay, und machen tut er das mit Ctrl-Tab, diesen fröhlichen Tasks, die ich neu dazu gebaut habe. Und das müsst ihr prinzipiell auch machen. Man sagt ihm, oh, ich habe einen benutzerdefinierten Task. Der heißt so, und das ist nachher das Kommando, was wir in diesem Command-Tree sehen, oder der To-Do-Listeneintrag heißt so, der ist vom Typ Jar. Und das bedeutet, dass dieser To-Do-Eintrag alle Eigenschaften hat, die eine allgemeine Jar hat, und was im Wesentlichen bedeutet, es gibt eine Jar-Datei, die man da baut, und der weiß, wie das geht. Oder dass er weiß, dass das seine Aufgabe ist. Und dann steht hier heute mal in Klammern als zweiter Parameter angegeben, dass bevor dieser To-Do-Task ausgeführt werden muss, erst der Shadow-Jar-Task ausgeführt werden muss, damit ich eine Datei habe, aus der ich das rauskopieren kann. Dann setze ich hier eine Variable, das macht diese der Archive-Classifier. Und dann, damit sage ich dieser Jar-Datei, wie sie, oder diesem Jar-Methoden, wie die Datei nachher heißen soll, wie sich der Name davon zusammensetzt. Dann sage ich, oh, dein Manifest sieht so aus. Da steht nämlich drinnen, dass ich im Main-Class das Attribut Event-Service gerne drin stehen hätte. Und dann sage ich ihm, wo findest du deine Sourcen? Da gehe ich zu diesem Shadow-Jar-Task und da sage ich, wie heißt denn das Archiv? Und Archiv-Pass ist dann, glaube ich, nur der Base-Name oder so, ich weiß es nicht genau. Und dann sage ich, mach da mal so eine ZIP-Datei draus oder eine Jar-Datei letztendlich. Und daraus holst du dann bitte den kompletten Int-Content, tust den hier in die neue Jar-Datei rein, benennst die anders und tust dann ein neues Archive rein. Das haben wir für den Event-Broker gemacht, für den Shop-Service und für den Storage-Service. Damit das alles richtig geht, Ctrl-Tab, müssen wir in den, gehen wir in den Event-Service zuerst, müssen jetzt natürlich unsere Services eine Main-Methode haben. Ha, ne? Public Static Void Main und die macht jetzt die Dinge, die wir vorher im Test stehen haben, macht jetzt der.
Dafür muss man das aus dem Test rauswerfen. Control Tab. Na, 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 na. Ich habe einen neuen Test gemacht, den Docker Services Test, und habe den alten Test weggeworfen. Den brauchte ich nicht mehr. Ich habe erst alles rüberkopiert, schrittweise, und dann habe ich den alten weggeworfen. Ja, und da hatten wir vorher in dem Start Broker drinne stehen, starte den Service. Das habe ich weggelassen und jetzt mache ich einfach nur so einen Open und teste, ob der läuft. Na? Und fertig. Und das habe ich beim Shop und beim Storage ziemlich genauso gemacht. Das heißt, das wird nicht mehr in meinem Test gestartet, sondern vorweg durch die Griddle-Tasks, an denen wir gerade basteln. So, haben wir das, haben wir das. Wir wissen, wie es aufgerufen wird. Wissen wir, wissen wir, wissen wir. Wo war denn jetzt der Test? Hier, ne? Genau. Den haben wir anders gebaut. Das heißt auch anders, ist neu gebaut. Ich habe den Timeout ein bisschen anders gesetzt, weil manchmal wollte ich, dass er dann da reinläuft. Und so. Gut. Build.gradle. Macht das für alle drei, für den Shop-Service und für den Storage-Service auch. Und ich sage gleich noch für den Stop-Service, und habe ich was Spezielles gebaut. Wir müssen da ja Parameter noch übergeben, da komme ich drauf zu. So, dann wollen wir, dass alle diese drei Dinger hier in so Docker-Container zusammengebaut werden. Dafür müssen wir mal sagen, was denn so ein Docker-Container eigentlich ist. Nein, nein, Alt-Tab war richtig. Design-Pattern. Docker. Wo bin ich und was ist die nächste? Und wenn ja, wie viele? Das ist nach vorne. Docker. Ja, Shadow Jar haben wir. Also, wenn wir unsere Executable Jar zusammengebaut haben, kann man die ausführen mit dem Kommando Java und dann der Name minus Jar und dann der Name von dieser Executable Jar Datei. Das wäre prinzipiell genug. Und das Problem ist dieses Wort Java, was da am Anfang steht. Das Wort Java, was da am Anfang steht, bedeutet, ich benutze eine virtuelle Maschine, die lokal auf dem Rechner läuft, wo ich bin. Auf meiner Laptop hier ist ein JDK, ja, eine Java 12 irgendwie installiert. Das passt. Wahrscheinlich ist bei fast allen von euch auch Java installiert, aber wenn ihr das an eure Eltern ausliefert, dann ist die Frage, ob die Java installiert haben. Das kommt nicht standardmäßig mit Windows mit oder eure Großeltern oder irgendwer. Na, das heißt, ihr müsst dann prinzipiell dafür sorgen, dass euer Kunde das richtige Java installiert hat, was totaler Punk ist und total blöd und dann auch noch die richtige Version davon und all so ein Scheiß und OpenJDK oder von Oracle und je größer das wird und je mehr Kunden ihr habt, desto mehr fröhliche Probleme bekommt ihr an dieser Stelle. Das will man nicht, das machen wir nicht mehr. Stattdessen bauen wir einfach eine virtuelle Maschine, einen eigenen virtuellen Computer, wo ein Betriebssystem richtig installiert ist, eine richtige Version von dem Betriebssystem, und wo die Java Virtual Machine in der richtigen Version installiert ist. Da tun wir noch unsere Jar-Datei dazu und das ganze Ding liefern wir aus. Und das nennt man dann ein Image oder Container, ein Docker-Image. So ein Docker. Ding ist am Schluss eine kleine virtuelle Maschine. Die wird dann auf irgendeinem Rechner ausgeführt. Auf diesem Rechner kann Windows laufen, Sun, Apple laufen, irgendein Scheiß, ganz egal. Das ist unabhängig davon. Tatsächlich können Windows-Rechner, können die meisten normalen Betriebssysteme solche Dinger nicht direkt ausführen, sondern dafür brauchen wir diesen fröhlichen Wal. Das ist der Docker-Daemon oder der Wal, sage ich jetzt einfach immer nur dazu. Das ist die eigentliche virtuelle Maschine. Das ist ein simulierten, kompletten Rechner mit Festplatte, mit allem drum und dran, mit Betriebssystem, mit CPU, mit Hauptspeicher und all so einem Kram. Und das hat das komplette Dateisystem, wo das Betriebssystem vorinstalliert ist und alle Programmcode dafür und allen Scheiß. Und da startet man und dieser Wal schwimmt dann auf eurem sogenannten Host-Rechner, aus eurem Laptop, Windows-Rechner, Desktop, was auch immer ihr da so habt, auf eurem Apple-Rechner einfach rum. Gibt es für jedes Ding. Unter Windows holt man sich hier die Installation. Das müsst ihr installieren für die Hausaufgabe auf eurem Rechner, wo ihr die Hausaufgabe macht. So, dann gibt es im Prinzip jetzt hier in diesem großen Windows-Teich einen. Ja, genau, diese Würfel, die ich hier gemalt habe, das ist die UML-Notation für eigene Computer. Na, und ob die physikalisches Blech sind oder nur virtuell, da machen wir keinen Unterschied, das ist aus Software-Sicht einfach das Gleiche. So, dieser Wal schwimmt jetzt da irgendwo auf eurer Hardware rum
und tut so, als ob man ein komplett eigenständiger Rechner wäre. Diese beiden Betriebssysteme sprechen so ein bisschen miteinander, kommen wir gleich zu. Dieser Wal ist jetzt in der Lage, solche Docker-Images oder Container nachher auszuführen. Jetzt muss man nochmal sagen, es gibt zwei Unterschiede. Ihr baut am Anfang ein sogenanntes Image. Das ist im Prinzip so wie eine Versionshistorie bei Git. Das ist das komplette Repository, wo alle Schritte, in denen dieser Container gebaut wird, genau beschrieben werden. Die Deltas, die da angewendet werden müssen, in so einer komprimierten Form. Aber das ist prinzipiell eine lange Liste von Deltas. Das ist so noch nicht ausführbar. Das ladet ihr dann von irgendwo her oder baut ihr erstmal, dann ladet es eventuell in ein Registry oder irgendwie noch in die Cloud und dann irgendwann kann man sagen, jetzt hätte ich gerne ein ausführbares Ding, das ist dann diese Liste der Deltas, das ist ein Image, das ausführbare Ding, wo diese Deltas dann alle angewendet worden sind und dann was Fertiges zusammengebaut wird, nennt man Container. Also Container sind die Dinge, die wir am Schluss haben wollen und ein Container ist letztendlich wieder ein kleiner virtueller Rechner. Na, die kann man hochfahren, runterfahren, laufen lassen, also ein Kram. Speichern, durch die Gegend kopieren, wie man möchte. Das ist letztendlich nur eine ZIP-Datei. Und das Besondere an diesen Containern ist, dass dieser Wal hier, der ja auch eine virtuelle Maschine ist, viele von denen ausführen kann gleichzeitig. Und dieser Wal gibt jedem von dem das Gefühl, er wäre ganz allein auf der Welt. Er wäre ein richtiger Rechner mit einer IP-Nummer, mit einem Betriebssystem, mit Hauptspeicher, mit Festplatte, mit you name it. Ne? IO-Devices, allen Scheiß, was man so will. Ne? Mit Dateisystem und all so ein Kram. Und das heißt, wenn das nachher fertig ist, dann glaubt unser Shop-Service, er läuft ganz alleine auf einem großen Rechner. Und der Broker glaubt das und der Storage glaubt das und alle drei laufen, werden von diesem Wal gebaut. Und das Spannende ist, ich hatte ja gesagt, dass diese Images so Delta basiert sind, dass die immer nur sagen, ja, bau das zusammen, nimm das noch, nimm das noch, nimm das noch. Das ist deswegen, damit man das größte Delta ist am Anfang dieser Betriebssystemklotz. Dann gibt es diesen Klotz mit dem, hier kommt jetzt die Java Virtual Machine. Das sind immer so 22, 30, 40 Megabyte, die da zusammenkommen. Jetzt benutzen alle diese drei Container am Schluss die gleiche Linux-Betriebssystem und den gleiche Java Virtual Machine. Deswegen braucht der Wal das Ding nur einmal. Das heißt, der Wal, wenn er so eine Image-Beschreibung bekommt, dann sagt er, okay, dieses Delta, ah ja, das habe ich schon. Dieses Delta, ah ja, das habe ich schon. Oh, dieses Delta, ja, das ist neu. Das baue ich jetzt hier rein und dann nehme ich diese ganzen Deltas, wenn ich mir die runtergeladen habe, der Wal, die dann persönlich in einer Liste der Known Deltas hat, dann baut er daraus den Container und das geht dann relativ schnell, spätestens beim zweiten Mal. Okay, dann startet der Wal die, ne, und dann macht er das. So, ihr sprecht, nachdem ihr das alles richtig installiert habt, mit diesem Wal über ein Shell-Kommando, über das Docker-Kommando. Das heißt, ihr habt dann nachher hier eine kleine Shell auf eurem normalen Rechner, Terminal-Fensterchen, in IntelliJ tut das völlig. Und dem sagt ihr jeden, da schreibt ihr dann hin, machen wir einfach mal halt, wofür haben wir denn, ist ja nicht wie bei armen Leuten. Alt 12, Alt F12, ich kann das. Oh, ich habe das schon ganz oft gemacht. Und heute geht viel schneller, ich mache es hier nur ganz kurz. Hier kann man jetzt solche Sachen machen wie Docker, List. List sagt er nicht, Lists. Ha, auch nicht. Docker Images. Ha, das gibt es. Na, und da gibt es zum Beispiel Portainer, da sprechen wir gleich was dazu. Da gibt es meinen Storage Shop Broker. Diese ganzen Images gibt es. So, und dieses Docker, was hier in der Shell-Kommandozeile macht, ist nur dafür da. Das ist ein kleines Shell-Skript, das kriegt ihr runtergeladen und installiert, auch wenn ihr das große Docker-Paket installiert. Das große Docker-Paket müssen wir uns angucken. Das ist auch alles so kompliziert. Moment, da suche ich mir immer einen Wolf nach, weil dieser Wal so schlecht zu erkennen ist. Ich habe hier Docker ist in der Kommandozeile und in der Toolbar, da muss man so ein bisschen umsuchen, so ein kleiner Wal, den kann man finden und den kann man starten. Und dann sagt er, oh, das sind deine Images, das ist irgendein Dev-Environment, das sind deine Container und da haben wir hier im Augenblick diese Container laufen. Das kann man zum Administrieren nutzen, ist nicht so super komfortabel. Deswegen ist das nächste, wenn man Docker installiert hat, wenn man das gemacht hat und dann startet das alles so ein Kram, 1000 Freigaben,
und so Werbung abonnieren, also so ein Driss. Und dann habt ihr anschließend die Möglichkeit, dieses Shell-Kommando auszuführen. Das muss man bestimmt auch noch in den Classbars einbauen, wird alles vernünftig beschrieben. Was wir dann noch brauchen, ist so eine etwas schönere Administrationsoberfläche. Diese Administrationsfläche ist ein eigener Docker-Container oder ein eigenes Docker-Image, je nachdem, wie man es gerne hätte. Und wir empfehlen an dieser Stelle Portainer. Das müsst ihr euch googeln, und wenn ihr das getan habt, dann sollte der irgendwo hier sein. Ja, Wondership, das ist mein Portainer. Das kann man mal so ein bisschen offen machen. Das ist einfach wieder eine andere Benutzeroberfläche. Die strebt man unter Localhost 9000 an. Wenn die Dockermaschine hier lokal ist und Localhost heißt, also wenn dieser Wal so heißt. Und dann kann man solche Dinge machen wie: gib mir die Images, dann sagt er, wow, log dich erstmal ein, dann sagt er, ich kann mit mehreren Maschinen reden. Dann sagt man, ja, geh mal hier auf die Local-Maschine. Und dann sagt er, oh, ich habe ganz viele Images. Und dann sagt man, warum hast du so viele? Die sind doch doof hier. Da kommt manchmal so ein Scheiß zusammen, lösch die doch mal. Dann sagt man, ich habe ganz viele Container. Dann sagt man, oh, dieser Broker-Container, der sieht ja spannend aus. Zeig mir mal die Logdatei zu dem, was er denn so letzte Zeit so von sich getan hat. War jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Und so weiter und so weiter. Man kann sich auf die Container einloggen. Das habe ich, glaube ich, in der Vorlesung gar nicht erklärt. Ist aber auch extrem lustig. Gehen wir mal in den Shop. Den finde ich schön. Und hier kann man sich nicht einloggen. Was ist denn das für ein Mist? Man kann die starten. Duplicate. Statt eine Konsole will ich gerne. Dann fragt der Bin Bash oder die geht's nicht, weil in dem Mini-Linux, das wir installiert haben, ist das nicht drin. Wir müssen die Shell nehmen. Root ist total gut. Machen wir einen Connect. Ja, bitte. Dann tut es doch. Dann sagt, das tut's nicht. Oh, schade. Probieren wir gleich nochmal. Vielleicht der ist running. Versuchen wir es mal über den hier. Shell, ein Connect. Hey, da sind wir, der kann das. Ist ja lustig. Jetzt haben wir hier eine Shell oder ein Terminal, das auf diesem Rechner läuft. Und da kann ich jetzt diese fröhlichen Dinge machen, die man immer so macht. LS, ls-al. Ich hoffe, ihr kennt das. PWD, ich bin in dem Slash-Verzeichnis, sage ich gleich was dazu und so weiter. Ne? Ich kann auch ls-al. Machen. Das ist das Slash-Verzeichnis, das oben drüber, da ist ein bisschen mehr drin. Ne? Das ist eine Standard-Linux-Distribution, da steht ein Docker, drin, da gibt es diesen App-Ordner, Bin-Ordner, da sind so Executables drin, zum Beispiel die Shell, Device, da sind die ganzen gemounteten Festplatten drin aufgezählt. ETC, da sind so Voreinstellungen, Home sind die User-Verzeichnisse, Lips, Roots, die Unix System Root, nee, die gibt es hier. Da ist das Betriebssystem tatsächlich installiert, normalerweise Root weiß ich nicht genau, könnten wir jetzt weiter gucken, also Kram. Okay, brauchen wir jetzt gerade erstmal noch nicht, aber dafür ist dieser Container hier gut. Haben wir das? Haben wir das prinzipiell? So, wissen wir, wie Docker geht. Müssen wir jetzt bauen. Control-Tab. Ne? Also wir geben jetzt eigentlich hier aus unser Gerede raus über diese Kommando-Shell. Kommando an diesen Wal. Der Wal führt das nachher tatsächlich aus. Und da gibt es so Build-Skripte, die wir brauchen. Und das Erste, was wir brauchen, ist Docker-Compose-YAML. Und da brauchen wir mal den nicht mehr, aber den hier schon. Der ist eben Root-Verzeichnis meines Projekts. Docker-Compose-YAML muss genauso heißen. Da stehen fröhliche Dinge drin. Als erstes Version 3.9, weil es gibt diese YAML-Dateien für Docker seit Jahrzehnten und die haben öfter mal das Format geändert. Deswegen muss man sagen, welches Format man benutzt. Dann sagt man eine Liste von Services. Das sind jetzt die einzelnen Rechner. Warum die hier Services heißen, weiß ich nicht, die da gebaut werden sollen. Dann gibt man diesen Rechnern Namen. Der erste Rechner heißt Broker, der zweite heißt Shop,
Der dritte heißt Storage. Na, den hätten wir vielleicht besser Broker Computer genannt oder Broker Docker Machine oder irgendwie sowas. Habe ich jetzt mal nur Broker genannt. Ja, da muss ich über die Naming-Sachen nachdenken. Dann sagt mir, wie er das Image bauen soll, aus dem nachher der Container gebaut werden soll. Dafür sagt man, benutze eine Docker-Datei, einen Docker-File. Der heißt so. In dem Docker-File werden wir nachher Dateien von unserem Arbeitsumgebung rüber kopieren in die virtuelle Maschine oder in dieses Image. Dafür muss der wissen, in welchem Arbeitsverzeichnis er gucken soll. Das ist dieser Kontext, da übergibt man Punkt. Dann kommen Ports, dazu sage ich gleich nochmal was. Gucken wir erstmal in den Event Broker Docker-File rein. Event Broker Docker-File heißt so, davon müsst ihr drei Stück schreiben. Das geht los. Man sagt als erstes mit dem Schlüsselwort from, was für ein Base-Image man benutzen möchte. Also, ne, du baust nicht die virtuelle Maschine nackig auf und suchst da jede einzelne Datei raus, sondern du sagst, nimm eine, wo schon mal das Linux fertig drauf installiert ist. Und außerdem nimm schon mal eine, wo das OpenJDK 12 drauf installiert ist. Und nimm Alpine ist die Linux-Version, die ich verwenden möchte. Den Kram holt er sich von Docker Hub. Müssen wir Docker Hub gucken. Alt Tab, damit man das richtig hinkriegt. Docker Hub, Docker Hub, Docker Hub. Ja. Yeah. Docker Hub. Docker dot Hub. Docker Hauptumschlagplatz, Docker Hub, ist hub.docker.com. Das ist ein unfassbar großer Rechner, Server in der Cloud. Da sind unfassbar viele Docker-Images abgespeichert, zum Beispiel dieses Alpine-Image oder das OpenJDK-Image kann man sich da suchen. Und dann sagt er, ja, habe ich. Und das gibt es, weiß gar nicht, welche Version das ist. Und dann sagt man, na, OpenJDK ist ja schon toll, aber ich hätte gerne eine andere Version. Und wo kriegt man die? Einfach mal draufklicken. Steht nicht dran, welche Version das ist. Wird öfter mal aktualisiert. Gut, da ist ganz viel Information dazu, was für ein Ding das ist. OpenJDK-12. Ne, das ist der hier. Und dann sagt er, oh, hier, nimm den von rWikery. Das ist der Autor. OpenJDK-12 Alpine, nimm das mal. Ne? Und da gibt es schon 1700 Downloads davon, aber keiner fand es gut. Das ist der, den ihr wollt. Ne? Oder du nimmst den von Radout. Der hat nur 448, ne, und so weiter und so weiter. Na, wie man das so kennt von in so einem Play Store. Wunderschön, haben wir das auch. Jetzt sollte er bald die Hausaufgabe machen. Also, wir sagen, hol dir mal von Docker Hub diese Basisbetrieb, dieses Basis-Image. Dann baust du da drauf ein Arbeitsverzeichnis und das nennst du Slash App. Na, haben wir eben gesehen. Danach kopierst du bitte aus buildlibs-services01 eventbroker.jar aus dem Kontextverzeichnis hier bei meinem Projekt auf meinem Windows-Rechner nach Punkt ist in dieser Fälle das Arbeitsverzeichnis, diese schöne Datei. Dann sagst du, der Service Broker, den ich danach starte, der braucht Zugriff auf den Port 42.000, macht die Firewall für 42.000 auf. Der kleine Rechner hat eine Firewall. Und danach soll bitte, wenn der Container startet, folgendes Kommando ausgeführt werden, was ich hier mal in so einer String-Array-Syntax angegeben habe, nämlich java-jar und dann service-broker.jar. Na, und das Java-Kommando funktioniert, weil ich hier OpenJDK installiert habe, dann ist das im Glasfaser und alles gut. Und -jar ist der erste Parameter und das ist die Jar-Datei ist der zweite Parameter. Gucken wir uns noch den Shop-Service-Docker-File an. Gleiche Basismaschine, immer noch App-Verzeichnis, andere Jar-Datei, anderes Kommando und dieses Kommando hier ist länger und das habe ich jetzt in normaler Syntax angegeben, also ohne eckige Klammern und Hochkommata und Kommata und so ein Scheiß, ist irgendwie schöner. Hätte ich vielleicht bei dem anderen auch machen sollen, traue ich mich gerade nicht.
Und der schreibt jetzt bis hierhin, das ist jetzt eben genau Shop Service sortiert. Und dann gibt er hier zwei zusätzliche Kommandozeilenargumente mit, Broker und Shop. Das sind die Namen der virtuellen Rechner, der Docker-Rechner, die wir bauen, wo der Event-Broker läuft und wo er selber läuft. Ne, den könnt ihr bestimmt intern auch anders rauskriegen, wie der heißt. Aber es war jetzt am bequemsten so. Das übergebe ich jetzt hier als Kommandozeilenparameter. Das ist die Basisanforderung für die Hausaufgabe. Ihr sollt bitte nachher lernen, wie das geht mit Environment-Variablen. Da habe ich mir bei der Vorbereitung die Ohren dran gebrochen. Deswegen mache ich das jetzt mal als extra Teilaufgabe. Dafür gibt es eigene 5 Punkte. Also wenn das so macht, gibt es 20 Punkte. Wenn das mit Environment-Variablen macht, 25 Punkte. Gut, dann gucken wir ganz kurz in den Storage Service Docker File. Da kommt jetzt nichts mehr Spannendes. Da übergebe ich auch den Brokernamen und dass das der Name, wo der Storage Service drin läuft, der Storage Rechner ist. Dann haben wir es, ne? Und dann hier andere Portnummern, muss man so ein bisschen drauf aufpassen. Das war beim Shop Service eben auch, weil wir denen ja diese verschiedenen Portnamen gegeben haben. Hey, dann haben wir die Docker Compose fertig. Ne? Ja, wir müssen die anderen Computer aufbauen. Ne? Wir haben jetzt den Broker durchgesprochen. Wir haben den Shop durchgesprochen. Da ist jetzt eben der Shop-Service-Docker-File. Da stehen andere Dinge drin, andere Ports werden. Das sage ich gleich noch. Hier habe ich das mit dem Environment mal gestern mit Sebastian schon ausprobiert. Im Wesentlichen funktioniert das so, dass man hier so ein Environment hinschreibt, dann die Name der Environment-Variable und dann den Value dieser Environment-Variable und wie man darauf zugreift, gebe ich eben auch gleich noch einen kleinen Hint. Okay, und dann gibt es hier Storage. Das ist der dritte Rechner, der wird von dem gemount. Da habe ich das noch nicht mit dem Environment gemacht. Na, und jetzt kommt aber noch diese Portnummer. Dafür müssen wir wieder auf die scheiß Folien, gar nicht wahr? Auf die tollen Folien. Ah, Folien, Folien, Folien. Folien. Da werden drei verschiedene Computer gestartet. Für Broker, Shop, Storage. Die haben alle eine eigene IP-Nummer. Jeder von denen ist im Internet ein eigenständiger, vollständiger Knoten. Na, die IP-Nummern von dem werden vom WAL verborgen. Das heißt, aus dem richtigen Internet kommt man da nicht dran. Dafür muss man prinzipiell durch die Firewall von dem WAL, dann durch die Firewall, der schwimmt ja in dem Windows-Rechner, bis man am richtigen Internet ist. Da müssen diese ganzen Ports alle freigegeben werden. So, jetzt ist im Wesentlichen das Punkt, wenn der Shop-Container nachher sagt, ich hätte jetzt gerne den Broker gesprochen und hätte mich da gerne subscribed. Da haben wir bis jetzt einfach immer Localhost hingeschrieben. Localhost slash, nee, Doppelpunkt 42.000 slash subscribe. Das geht nicht mehr, weil Localhost, wenn ich das hier im Shop-Container mache, ist dieser Computer. Ne? Das ist für den Shop-Service der Localhost. Und da läuft gar kein Broker, der läuft ja hier in dem anderen Rechner. Also Localhost können wir nicht nehmen. Deswegen müssen wir dem Shop sagen, wie der Rechner heißt, wo er den Container, wo er den Broker findet. Und das war diese Idee mit den Environment-Variablen oder den Dingern. Und prinzipiell sagt man das dann anschließend, genau, die Rechnernamen definiert man in dem Docker Compose. Dann können die sich untereinander unter diesen Namen schon mal ansprechen. Das ist schon mal cool. Der Windows-Rechner kommt an die Namen, die hier drin sind, das bleibt, kennt nur der WAL, nicht dran. Das heißt, der kann, der Chrome, den ich ganz normal auf meinem Rechner habe, kommt an den Shop-Container nicht ran, um die Bestellung abzugeben. Was ja blöd ist, ne? Weil er den Namen davon nicht weiß oder die IP-Nummer und solche Dinge mehr. Ich kann das prinzipiell nach außen hin freigeben, ist aber kompliziert. Der Weg, wie man das macht, sind diese komischen Portnummern. Alt-Tab, Alt-Tab, komische Portnummern. Man sagt im Wesentlichen, die interne. Nee, die Glob, ich hätte gerne die internen Port 42.000, den ich ja freigeschaltet habe, eben am Eventbroker-File, dass der weitergeleitet wird oder verbunden wird mit einem Port 42.000 auf meinem Windows-Rechner. Das geht. Man kann einfach sagen, interner Port auf externer Port und dann sagt, macht der WAL da so eine Connection. Und dann kann ich mit meinem Chrome einfach auf meinem Localhost, auf meinem Laptop-Rechner sagen, oh, ich hätte gerne den Port 42.000, also ein HTTP-GET drauf gemacht. Und dann wird das auf magische Weite an den Broker weitergeliefert. Oder ich mache das Ganze hier mit Port 42.100. Dann wird, wenn ich den Port anspreche, auf dem Windows-Rechner das an den Shop-Rechner weitergeleitet und so weiter. Na? Und im Wesentlichen funktioniert das dann so, wenn ich
hinterher in meinem Shop sage, ich hätte gerne Broker Doppelpunkt 42.000 gesprochen. Ich glaube, dann geht das intern, dann hätte ich die Windows-Weiterleitung nicht gebraucht, weil die kennen sich ja untereinander, weil die alle auf dem gleichen Wal schwimmen. Gut, und die Imports für den Storage muss ich auch weiterleiten. Boah, ist das kompliziert. So, hey, haben wir den Teil. Jetzt sind wir fertig. Jetzt müssen wir noch diese Images, diesen Docker-File ausführen. Das passiert mit bild.gradle. Da gibt es einen Task. Ich nehme erstmal den hier, Docker Compose Build. Das ist wieder so ein Task, den habe ich selber hier hingeschrieben, den ganzen Kram. Mach mal so, dass man es komplett lesen kann. Der ist vom Typ exec. Ne, wir hatten eben Tasks, die waren vom Typ Shadow.jar. Das hier ist vom Typ exec. Und das ist einfach, du kannst jetzt ein Programm ausführen auf dem Rechner, wo du gerade bist, wo dieses Gradle ran passiert. Das Executable, das Kommando, das ich rufen möchte, ist bei mir Docker Compose. Es kann sein, dass ihr das nicht habt. Das muss man extra installieren, ein Weg. Oder ihr müsst hier nur so einen Docker machen. IH, und dann das als zusätzliches Argument übergeben. Das normale Docker kann jetzt diese Compose-Commands auch dann, jetzt habe ich prinzipiell die Kommandozeile Docker blank Compose blank Build zusammengebaut. Die würde jetzt gleich ausgeführt, weil ich das Kommando hier mache. Und aber wichtig ist jetzt, da gibt es hier so eine komische Depends-on-Zeile. Der sagt, bevor du das machen kannst, diesen Task, führe bitte erst diesen Task, diesen Task, diesen Task und diesen Task aus. Das sind die drei Tasks, die unsere Jar-Datei neu bauen. Die sagen, oh, erstmal Shadow-Jar ausführen. Die Shadow-Jar sagt, erstmal kompilieren. Kompilieren sagt, erstmal die Tests neu gehen oder den Testcode neu oder den Gencode neu ausführen und all so Kram. Ne? Das heißt, hier wird eine ganze Kette von To-Do-Tasks angestoßen und durch dieses Depends-on kann ich sagen, wo in der To-Do-Liste soll dieser neue Task eingeordnet werden. Und da gibt es noch so einen Docker-Compose-Down. Die braucht es nicht wirklich, habe ich hier mal der Sicherheitshalber eingebaut. Der führt Docker-Compose-Down aus und das macht im Wesentlichen, sagt er diesem Wal oder schickt dem Wal ein Kommando und das sagt, hey, mach mal alle Packages runter, die ich hier in diesen. Nee, schließ mal die drei Rechner. Ne, mach die mal zu, weil ich baue jetzt das Image neu und danach fahre ich die neu hoch und dann möchte ich nicht, dass die während der Zeit laufen. Das muss man nicht wirklich machen. Ich hatte das Gefühl, das ist sicherer. So, danach gibt es ein Docker Compose Up. Das nimmt sich diese Docker-YAML-Datei, Docker Compose-YAML-Datei und sagt, starte den Scheiß jetzt mal. Ne, und das. Guck danach, habe ich die Images und wenn es die Images hat, dann werden die gestartet. Ne? Und dann, wenn die schon laufen, die Container werden die eigentlich vorher runtergefahren, neu gestartet. Aber das ist so jetzt irgendwie sicherer gewesen. Und der hängt ab von Build. Das heißt, wenn ich jetzt nachher dem Gradle sage, mach mal so ein Docker Compose ab, dann würde der als erstes ein Build machen. Das Build würde sagen, uah, mach erstmal einen Down. Dann die ganzen Jar-Dateien, alles neu bauen, alles fertig und dann erst würde die ganze Kram hier durchgeackert werden. Am Schluss habe ich frische Docker-Container. Die laufen. Die sind sogar schon gestartet mit diesem Docker-Compose ab. Wunderhübsch und diese Netzwerkgeschichten sind gemacht, alles funktioniert prima. Und jetzt bin ich bereit, meinen Test laufen zu lassen und nicht vorher. Das heißt, wenn ich irgendwas in meinem Code ändere und dann den Test starte, dann möchte ich, dass bitteschön erstmal dieser ganze Kram gemacht wird. Und das erreiche ich, indem ich hier noch diese wichtige kleine Zeile hinzufüge, nämlich tasks.test, das sind alle Test-Tasks, die hängen alle davon ab, dass vorher so ein Docker-Compose abgemacht worden ist. Und um zu glaubhaft zu machen, dass das jetzt tatsächlich funktioniert, gehen wir mal gerade noch mal in unseren großen Browser und gucken auf Localhost 4200. Das ist Localhost 4200, das ist mein ganz normaler Chrome-Browser hier, wo ich die ganzen Sachen mache. Das machen wir mal neu, der läuft noch und der sagt, ja, ich bin der Shop Service Greeting, Sebastian on Broker, Broker Important. Und Broker, Name, Broker, kein Blank, Important Info for the Lecture. Das reparieren wir jetzt gleich mal und dann sehen wir, dass dieser ganze Test-Compile-Zyklus richtig funktioniert. Der sagt jetzt hier, das ist so ein bisschen Output, ich habe da so ein bisschen mehr YAML-Output hingemacht. Gucken wir uns jetzt gleich mal an. Okay, gucken wir uns das mal an. Ja, und Importainer, das könnten wir gleich nochmal gucken. Containers. Sieht man jetzt, der ist running und wenn ich hier ein bisschen nach rechts scrolle, seit 13:38 Uhr, das ist jetzt bei mir genau diese Minute neu gestartet worden. Ach, 13,
38 und 39 Sekunden, ja. Ja, und ich habe jetzt hier 14:38, aber das liegt, glaube ich, daran, dass der hier das mit der Sommerzeit nicht auf die Kette kriegt. Gut, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und der Portainer hier, der läuft seit dem 25.06., als ich die Vorlesung angefangen habe, vorzubereiten, letzte Woche. Schön. Und wir wollten irgendwie, das hier weil er weiß und wichtig ist hier diese Zeile. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Und dafür gucken wir in unseren Mockup-Editor. Und da dann unter Control-Tab und da hatten wir doch schon diesen Shop-Service da unten. Und jetzt suchen wir mal. Control-O war es irgendwie nicht. Ich weiß ja nicht mehr, wie man da sucht. Control-7? Nee. Ah! Control-Z. Macht das wieder weg. Ja, aber wir sind im Get-Hello. Ich habe das Get-Hello. Das hatten wir prinzipiell hier oben angemeldet. Das ist auch alles noch ziemlich genau gleich so. Habe ich irgendwas noch verändert, was wichtig war in. Ich habe das Main geschrieben. Ah, das Main hier. Nimmt die Kommandozeilenparameter. Das prüft meinen Args von dem hier oben, ob die längs größer gleich 2 ist. Dann habe ich Kommandozeilenparameter und besorgt sich eine Broker-DNS und Shop-DNS von diesen Argumenten. Und die brauche ich dann nachher, wenn ich den Start mache. Können wir ja mal gerade Shop-Service-Start. Gehen wir da mal rein. Jubel, der macht da ja dann am Schluss zum Beispiel hier so ein Subscribe and Load All Events. Und da muss man jetzt sagen, wow, juhu, ich möchte zu dem Rechner, den ich noch nicht weiß, den Namen, da auf den Port 42.000 Subscribe machen und da benutze ich diese Broker-DNS, die ich mir als Argument abgeben lassen beim Main und dann hätte ich jetzt gerne, dass ihr da Environment-Variablen stattdessen benutzt und ich habe das irgendwo gebaut mit den Environment-Variablen. Ctrl-Alt zu rück, damit ihr eine Idee habt, wie das geht. Ctrl-Alt zu rück. Hier. Man muss im Prinzip so ein System-Get-Env machen, dann kann man darauf zugreifen und dann müsst ihr in eurer Compose-YAML eintragen, diese Environment-Flags und schon passt das alles. Ne? Dann habt ihr das hier im Brokernamen, dann speichert er das in einem Attribut. Dann funktioniert das schon. Ich kriege das hin. Und dann gebe ich hier so einen Logger aus. Das ist nicht so spannend. So, das war im Prinzip der. Post-Apply muss natürlich das auch benutzen hier, der macht ja letztendlich dann so ein Publish, und da muss man eben auch sagen, zu welchem Rechner möchte ich den jetzt eigentlich. Hello, zeige noch mal Hello. Hello habe ich im Wesentlichen nur so ein bisschen aufgebohrt. Und zwar, was ich mache, ich frage den Shop-Editor, ich bin ja hier im Shop, nach seiner History, die Values macht daraus ein Array, sagt dem YAML, kannst du mal eine YAML-Datei draus machen, kriege ich einen großen String, und den haue ich hier mit so Pre-Dingern, Pre-Formatted heißt das, in meine HTML-Antwort und dann kann ich das nachher darstellen. Das ist einfach lustig. Und hier, Brokernamen plus, da fehlte ein Blank vor dem Important. Ihr erinnert euch. Ne? Service Greeting you. Schreiben wir da nochmal. Und dann ist es, glaube ich, schön genug. Ne, habe ich jetzt den Code geändert? Jetzt möchte ich, oh, ich habe auch den Gradle-Datei geändert. Jetzt möchte ich meinen Test neu laufen lassen und gucken, ob das alles funktioniert noch. Und dazu mache ich F9. Dann sagt er, oh, ich habe noch ein Programm laufen. Ja, deswegen funktionierten wahrscheinlich auch eben ein paar Sachen nicht. Dann sage ich nochmal F9. Und dann sagt er, oh, was hättest du denn gerne? Und ich sage, ja, ich hätte gerne meinen Docker-Service-Test-Test. Distributed Shop Schuh laufen. So, und jetzt habe ich gerade eben gelernt, wenn man jetzt hier draufklickt, dann sagt er einem, was er tut. Er sagt, Compile Gen Java, Prozess Gen Resources, Gen Classes, Compile normales Java, Process Resources, Task Shadow Dodger, Event Broker, Shop Service Jar, Storage Service Jar. Verrückter Scheiß. Mach einen Docker Compose Down. Stopping, 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 removing, removing, removing. Jetzt geht's hier zügig. Jetzt macht er dieses Bild. Aha.
Docker Compose Build. Geht das nicht ein bisschen größer? Verrückt. Und so von mir aus. Was steht da? Load Build Definition. Dann führt er dieses From aus. Dann steht da drin SHA 256. Das ist normalerweise so ein Key. Dann gibt es so eine Unique ID, so eine encrypted Nummer. Und dann stellt er fest, ja, dieses Delta habe ich schon. Dann sagt er, ich gucke in den Do, und dann sagt er so, jetzt macht er den zweiten, den dritten. Dann Transferring Docker-File irgendwie rüber zum Val, -ordeal. Hat 0,1 Sekunden gedauert. Dann macht er irgendwas mit Docker-Ignore. Macht eine Menge Dinge. Guckt euch das in Ruhe an. Da sagt er, ich will OpenJDK 12 LP benutzen. Load Metadata vor. Und dann führt den ganzen Scheiß aus. Ne? Passiert und passiert und passiert. Verrückt. Writing Image. Damit hat er das dann im Prinzip zurück. Gibt ihm alles irgendwie ein Hashkey. Gibt ihm einen Namen. Und es hat jetzt alles irgendwie gedauert. So, dauert immer so 1, 2, 3, 4 Sekunden, aber geht erschütternd schnell. Dann sagt er, jetzt mache ich das Docker Compose ab. Ich habe neuer das Docker Compose Build gemacht. Habe also die Images neu gebaut. Jetzt mache ich das ab. Dann kommt hier irgendwie, ja, Creating Network, Creating Shop, Broker, Storage, Shop, Strucker. Und dann, der stößt die drei Tasks parallel an, lachst dich kaputt. Docker Compose is now in Docker Command Line Interface. Du kannst auch Docker Blank Compose verwenden. Hurra. Dann macht er noch, kompiliert er die Tests. Nee, den Code, der die Tests generiert. Dann packt er die. Dann generiert er den Test, compiled die Tests, lässt die Tests laufen. Dann steht hier Starting Chrome Driver. Das ist jetzt unser Selenite Output hier. Und irgendwo steht schon Event Broker Roger. Der ist glücklich. Unser Test ist auf dieses System-out-Printline gelaufen und wir können uns jetzt dieses komische Fenster, das bei mir falsch aufgeht, angucken. Das ist der Selenite-Browser. Da steht irgendwie Red Perms are shipping und davor waren keine Picking-Tasks mehr, da waren noch welche. Das ist das Greeting von dem Shop-Service. Das ist welches Greeting? 42200 vom Storage. Das sind die Orders of Alice. Das ist der Dialog bei Localhost 42100, aber glaubt mir, es ging an den Wal. Und dann die Docker-Maschine auf dem Wal. Das ist This is the Shop Service Greeting, als der gestartet hat, frisch. Das ist der Event Broker und der hatte da habe ich auch die Ausgabe gepimpt. Da habe ich auch die Ausgabe gepimpt, schon, dass sich der Shop und der Storage da subscribed haben. Und die haben eben gesagt, wohin möchten Sie bitte die Antwort bekommen? Verrückt. Und dann war ich am Anfang. So, wieso waren die da beide schon subscribed in dem Moment? Wissen wir nicht so genau. Ist manchmal auch eine Timing-Frage, ne? Und wenn ich jetzt hier nochmal gucke, ich habe einen Refresh von dem Localhost 42.00 gemacht, dann sieht man, dass da jetzt auch schon drei Events hin und her gehuscht sind. Dann lass uns doch mal das mit dem hier machen. Das ist der Localhost 42.100 in dem Moment, als er gestartet ist. Und wenn ich da jetzt einen Refresh mache, dann sind da auch schon Events aufgeführt, die der bekommen hat. Und hier unten ist, was er im Augenblick, dass der ein Customer hat und ein Product, Red Perms und irgendeine Order, die im Stage Shipping ist. Das ist verrückt. Und da steht U und hinter dem Broker ist ein Blank. Das ist tatsächlich die neueste Fassung, die wir hatten. Das, so hätte ich das gerne. Also, baut das alles bitte schön und macht am Schluss mit einem Video davon, einen Screencast. Dafür könnt ihr Open Broadcast System OBS nennen, googeln, runterladen, machen. Ist relativ einfach, dauert nur eine Stunde, hat man schon installiert. Dann macht ihr bitte genau die gleiche Demo, die ich jetzt hier am Schluss gemacht habe. Das heißt, ihr geht in euren Quellcode, ändert irgendwo so eine Greeting-Message, drückt auf Gradle Run Test
Und oder lasst den ganzen Scheiß durchstarten und zeigt mir dann bitte in eurem Video und kommentiert das auch so ein bisschen, dass das alles funktioniert hat und dass das das tut und zeigt die nochmal die Message im Prinzip so, wie ich das jetzt hier die letzten 3, 4 Minuten gemacht habe. Das ist die Hausaufgabe. Also das Video ist prinzipiell das, wofür ihr die Note bekommt. Wir werden eventuell auch nochmal in eure Wir werden eventuell auch nochmal in euren Repository natürlich reingucken, gucken, ist das alles tatsächlich so, wie das in der Demo beschrieben wird, oder werden wir hier gerade bumst? Und dann ist es gut, ne? Und wir machen das mit dem Video, deswegen, weil normalerweise laden wir immer euer komplettes Repository runter und lassen dann so einen Docker-Test laufen. Das würde dann jedes Mal Images bauen und Packages bauen. Und wenn wir das für 10, 20, 30 Leute gemacht haben, ist unser Docker-Container irgendwie voll bis unter die Spitze. Außerdem müssen wir immer aufpassen, dass wir von dem einen Studierenden, der eigenen Studierenden, das Package alles wieder richtig löschen, bevor wir das neue konstruieren, weil das eventuell einen anderen Namen hat und dann hätten wir beide laufen, die würden sich um den Port streiten. Lauter so böse Dinge. Gut, ne? Also macht bitte ein Video, dann haben wir es mit dem Korrektur leichter. Und dann ist gut. Alles andere so wie besprochen. Viel Spaß damit. So, weil das jetzt spät kommt, weil ihr euch das zweimal anhören musstet und weil das alles so kompliziert ist, verlängere ich die Hausaufgabe bis Montag. Wo ich jetzt nicht sicher bin, ob ihr glücklich seid, weil ich euch das Wochenende klaut, aber Deutschland hat eh verloren, wir sind bei der EM nicht mehr dabei, habt ihr das ganze Wochenende quasi gewonnen. Und dementsprechend können wir das, glaube ich, machen. Ich verlängere das auf Montag. Noch länger würde ich nicht gerne machen. Dann schiebt ihr es nur länger und dann schreibt er nur mehr voneinander ab. Das ist nicht gut. Na? Okay, und nächste Woche machen wir dann nochmal ganz normal die Abschlussvorlesung. Das war übrigens auch die letzte Hausaufgabe. Es wird danach keine Hausaufgabe mehr geben. Hätte ich besser nicht gesagt, dann kommt keiner nächste Woche mehr zum Zuhören. Dann nächste Woche erkläre ich, was weitergehende Vorlesungen sind, wenn das spannend ist. Und welche spannenden Abschluss-Bachelorarbeiten und Projekte wir in diesem Bereich haben. Wen das interessiert, der soll bitte nochmal kommen. Und was der Stand der Forschung eigentlich bei diesen Designwettern ist und was man da jetzt im Augenblick gerade noch so tut. Okay, sehe dann hoffentlich noch ein paar nächste Woche. Viel Spaß, bis dann. So, jetzt muss ich noch finden, wie ich mein Video wieder anhalte.